Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1380. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 80 Millionen Fisch. Nehmen den hier einmal mit, dann können wir hier aufs Kreuz gehen. Haben hier 5 neue Angebote, da klickern wir einfach mal durch. Haben aber erstmal nichts dabei, was wir uns holen wollen. Gehen einmal hier raus. Dann sehen wir schon, die Akademie ist jetzt da. Mit einem weiteren Akademie-Slot, den wir uns holen könnten. Aber das Ding ist, es ist die Drachengrad-Akademie, weil die andere Akademie haben wir schon vollständig. Und ob wir jetzt für die Drachenakademie gerade Slots brauchen, glaube ich eher weniger. Weil dort haben wir sowieso schon, ja, ganz viele Slots, die nie voll sind. Deswegen mal gucken. Ja, ohne Zahn hat er die Teile hier komplett, deswegen schauen wir mal, wie viel wir uns hier jetzt holen. Gehen wir auf 133 Runen, würde ich sagen. Das ist eine ganz gute Zahl. Also, eigentlich ist die komplett irrelevant, das ist dreistellig, das ist eigentlich Mist, aber ist egal. Wir nehmen es trotzdem mit und mal gucken, vielleicht kommt ja was Gutes bei rum. So, genau, Tagschatten und Runen gibt es heute leider nicht, das ist aber nicht ganz so schlimm. Also zumindest keine Runen aus dem täglichen Dingern da, was wir durch Drachenreiter bekommen, das gibt es heute nicht. Wir können jetzt aber erstmal die Kollegen hier wieder losschicken, dann können wir gleich mal bei Staubwühler gucken, wie das jetzt bei dem Kollegen aussieht wegen Füttern. Den kriegen wir nämlich heute aufs nächste Level, dann ist der Level 161, kann dann wieder ins Training, hoffentlich. Müssen wir erstmal gucken, ob wir genug Eisen zusammen bekommen, aber ich denke, dass mit dem Eisen sollte an sich kein Problem werden. Uns fehlen jetzt noch 9000 und das sollte auf jeden Fall machbar sein mit dem ganzen Zeug, was wir haben. Schauen wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt können wir die Kollegen hier erstmal wieder losschicken. Da können wir einmal bei Sturmfall hier weitermachen erstmal und schauen. Da können wir sogar am Glücksrad drehen heute und wir bekommen hier einmal einen schnellen Stachel. Wunderbar. Den brauchen wir an sich eigentlich nicht, aber wir nehmen ihn einfach mal mit. Also wir können ihn ja eh nicht ablehnen. Wir nehmen ihn mit, platzieren ihn auch, damit er dann für uns ein weiterer Aufstiegsdrache werden kann. Gehen wir wieder vor. Geht so hier am schnellsten. Dann können wir einmal Sturmfall gleich wieder losschicken. Let's go. Jetzt war es wieder die Viererreise. Mist, ich wollte dich eigentlich wieder auf die längeren Reisen schicken. Aber naja, gut, muss so passen. Dann gehen wir ja einmal weiter. Können jetzt einmal auf Stall aufwerten gehen und hier gratis drücken. Let's go. Dann haben wir noch Fleischklops bei Fleischklops. Du kannst auch wieder los. Geh mal nicht auf Garantie. Kostet zu viel Fisch. Wenn es Holz wäre, ja okay. Aber Fisch ist halt eher so das Ding, was wir brauchen. Deswegen das jetzt nie unbedingt. So, die hatten wir unterwegs. Genau, du musst jetzt ins Training. Dafür brauchst du noch ein bisschen Eisen. Das kriegt man noch ran. Der Kollege kann ja wieder los für 5 polierte, also zu 5 polierten Bernstein. Wunderbar. Dann können wir hier einmal weitermachen. Die können wir auch alle wieder losschicken. Let's go. Den Kollegen können wir auch wieder ins Training schicken. Ich wollte ihn eigentlich füttern, aber wird nichts, weil muss nicht gefüttert werden bei Stufe 100. Ist aber nicht so schlimm. Hier kriegt man viel Fisch. Das ist immer gut. Fisch brauchen wir ganz, ganz viel. Und dann können wir jetzt die Kollegen hier einmal wieder alle losschicken. Let's go. So, du gehst los, du gehst los, du gehst los. Wunderbar. Und da sind die hier alle erstmal wieder unterwegs. Dann kann der hier nochmal los. Dann haben wir hier noch unsere Steinwallies. Kommen jetzt gerade noch nicht auf genug Eisen, wenn ich das so sehe. 37.000 hat er nämlich, ich glaube, gekostet. Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch mit unserem Kollegen noch hin. Ne, 36.000 sogar. Okay, also 1.000 weniger, als ich dachte. Ist aber egal, sind trotzdem gerade noch 1.500 zu wenig. Also müssen wir Freiwald, nachdem er jetzt gleich zurück ist, in 2,5 Minuten ungefähr oder in 2 Minuten, müssen wir nochmal losschicken. Erstmal kannst du noch los, die 50 Eisen haben wir, wunderbar. Dann können wir den Kollegen hier einmal wieder losschicken. Da sammeln die auch nochmal ein bisschen Eisen. Und oh, stimmt, das habe ich vergessen, die waren ja auch beim Eisen, das heißt, die haben jetzt auch genug. Sehr schön. Ihr seid auch alle drei wieder da. Euch kann ich wieder ins Training schicken. Fangen wir mit dem Kollegen an, dann können wir hier füttern. Dann kannst du nicht los erstmal und dann können wir hier noch füttern. Und da können wir auch, warte, bevor wir hier das einsammeln, gehen wir erstmal vor und schauen, weil wir haben hier vorne ja auch noch ein bisschen Fisch. Das heißt einmal so, damit kriegen wir den nämlich noch fertig gefüttert, da müssen wir noch nicht ins Postfach greifen. Wunderbar, bist du fertig. So, wie war das hier mit der Aufgabe, die folgende? Ach so, trainiere so und so viel Drachen um 2 Level. Das geht ja gut. Dann kannst du erstmal noch wieder mit rein. Let's go, für 80 Eisen geht. Und der Kollege jetzt nicht, weil jetzt ist das Training wieder voll. Sehr gut.
So, dann können wir jetzt den hier kurz anklicken. Damit haben wir auf jeden Fall genug. Dann können wir einmal den grünen Tod hier wieder losschicken. Let's go. Einmal sammeln und Abfahrt. Dann haben wir hier Muffel. Beim Muffel können wir auch einmal wieder weiter. Dann hier auf Nest und Gratis. Und dann gehen wir hier rüber. Brüllender Tod noch unterwegs. Der Immerflügler ist noch hier. Wunderbar. Der kann wieder los. Dann der purpurne Tod ist unterwegs. Alle anderen sind allgemein unterwegs. Sehen wir schon hier unten. Bei dieser Anzeige. Na gut, dann gehen wir hier rüber. Damit kann Staub wieder einmal ins Training. Dann können wir heute auch noch das Goldpaket öffnen. Das hatte ich dann gestern nicht mehr gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Da können wir das heute machen. Genau, hier haben wir nichts mehr. Dann gehen wir erstmal zu den Gratis-Paketen oder zu dem Gratis-Paket erstmal. Schauen wir mal, ob heute überhaupt ein zweites geht. Und hier kriegen wir natürlich wieder Odinsmarken und dann nochmal ein bisschen Runen. Oh, sogar ein ganz paar Runenkarten. Das ist sehr schön. Nehmen wir das nächste jetzt auch noch mit. Let's go. So, nehmen wir das einmal mit. Und dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal Skrill, Sturmschneid, Gratnatter. Und dann nochmal ein bisschen Holz, Runen wieder und ein klein wenig Fisch. Wunderbar. Können dann hier einmal aufs Kreuz gehen. Können dann jetzt hier nochmal alles einsammeln. Dann gehen wir einmal hier rüber. Da kriegen wir den Kollegen nämlich nochmal los mit ein bisschen Eisen. Dann können wir hier schauen. Ja, 8000, definitiv zu teuer. Kaufen wir uns nicht, denn wir wollen Runen behalten. Gehen wir einmal hier rein. Haben hier jetzt noch 4 tägliche, eine wöchentliche und eine Eventaufgabe fertig. Also richtig gut, kriegen damit richtig guten Fortschritt hier. Und sogar auch gleich wieder die nächste Belohnung. Let's go. Und die darauf folgende auch noch. Nehmen wir die auch noch mit. Wunderbar. Und da haben wir hier jetzt auf jeden Fall nochmal insgesamt 4 Belohnungen. Und dann kriegen wir hier jetzt noch ein paar Runen, sogar noch 500 Season-Währungen, was auch ganz nice ist. Und ein Elite-Paket, welches ins Postfach geht, ganz genau. Das können wir hier einmal öffnen, let's go. Und wir bekommen hier Gronkel, Sturmschneid, Donnertrommler, Knochenräuber, Funkenhüßel, Rotes Gift. Sehr schön, nehmen wir so mit. Gehen wir wieder aufs Kreuz, gehen wir wieder hier rein. Können dann jetzt einmal noch hier zum Season-Markt gehen. Hier können wir uns noch für 750 Season-Währung ein weiteres Season-Geschenkpaket kaufen. Schauen wir mal, haben wir hier Glück oder nicht. Wir kriegen ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz und dann auch noch einmal 220 Runen. Und knacken damit das erste Mal heute die 38.000 Runen. Richtig, richtig geil. Genauso will man das sehen. Gehen wir einmal hier raus. Dann können wir jetzt noch in den Odinsmarkt gehen. In den Odinsmarkt habe ich gesagt. Hierher. Und hier können wir uns noch ein nächstes oder wunderschönes Goldpaket kaufen. Let's go. Nehmen wir das einmal mit und wir bekommen hier nochmal ein Sammlungsstück, wieder sehr gut. Dann sogar gleich noch eins davon. Also wenn das so weitergeht mit den ganzen Sammlungsstücken, die wir da draus ziehen, dann wäre das richtig, richtig geil, weil dann werden wir auch richtig schnell fertig mit der Sammlung. Aber schauen wir mal. Erstmal mit dem Sägezahn, den können wir hier auch wieder platzieren, kurz ein bisschen füttern. Der, ja, kann dann irgendwann mal ins Training. So, beziehungsweise nicht ins Training, sondern aufgestiegen werden lassen, so rum. Ein paar Runen, ein bisschen Eisen haben wir auch nochmal bekommen. Aber das geben wir jetzt an der Stelle erstmal nicht aus. Wir gehen jetzt erstmal in die Events, können dann hier diesen Spießenlauf nochmal starten und können dann hier rein starten. Let's go. Schauen wir mal, dass wir diesen Kampf hier schaffen. Sollte aber, denke ich mal, machbar sein auf jeden Fall. Wir gehen hier zuallererst natürlich einmal auf den Dreifachstachel. Holen uns den hier als erstes weg. Gehen jetzt mit dem Sturmschneid mit der Schwäche einmal rein, was auf jeden Fall auch gut gehen sollte, was auch guten Schaden macht. Dann Knochenräuber hier, wunderbar. Und dann Skrill normal, damit ist der auf jeden Fall schon mal weg. Dann können wir jetzt hier mit unserem Sturmschneid noch einmal die Schwäche geben. Können dann jetzt einmal mit dem Knochenräuber wieder normal reingehen. Skrill können wir 2 Attacke raushauen, wunderbar. Und damit haben wir die erste Welle geschafft. Sind jetzt hier in der nächsten. Da gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen. Geben dann hier die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen dann als nächstes mit unserem Knochenräuber nochmal normal an. Sobald der Kollege drankommt. So, Knochenräuber normal. Wunderbar. Dann Skrill hier nochmal normal. Und dann kommt jetzt die Heilung zum Einsatz. Ich hoffe, unser Skrill überlebt das noch lange genug. Aber ich denke mal, das sollte an sich eigentlich gehen. Gehen wir mit dem Knochen aber wieder normal rein. Skrill auch wieder normal. Let's go. Dann können wir hier Sturmschneid wieder Schwäche geben. Wunderbar. Und dann kriegt der Knochenräuber den Kollegen auch schon weg. Damit sind wir jetzt in der letzten Welle. In der letzten Welle können wir zuallererst einmal natürlich auf den Kollegen gehen. Hätte ich jetzt auch die
Dreier raushauen können, aber egal, ist eh zu spät. Knochenräuber normal und dann holen wir den mal hier weg, dass das hier gut läuft. So, dann können wir jetzt mit dem Skrill einmal... Ja, wir gehen normal rein und gehen jetzt auf die Heilung, weil damit machen wir auf jeden Fall auch wieder guten Flächenschaden und können dann jetzt auf den nächsten Kollegen gehen. Und damit bleibt auch nur noch der eine übrig, dann haben wir auch diesen Kampf hier schon wieder erledigt, was an sich, denke ich mal, kein Problem sein sollte. Schwäche hier nochmal, dann nehmen wir uns die Stärke auf den Knochenräuber mit und damit ist er dann gleich weg. Das ist sehr gut. Dann jetzt das Skrill nochmal normal... Sturmschneid normal und der Kollege ist weg und wir haben hier gewonnen. Let's go! So, dann drücken wir am ersten Glücksrad und wir bekommen hier einmal 687 Millionen Holz. Wunderbar, nehmen wir das einmal mit. Dann können wir hier auch schon direkt am nächsten Glücksrad drehen. Hier bekommen wir dann auch noch ein weiteres Mal 550 Millionen Holz obendrauf. Sehr schön, nehmen wir auch mit. Dann haben wir hier jetzt noch das Elite-Paket. Das packen wir uns natürlich auch ein. Beziehungsweise wird es halt hier sofort geöffnet. Und ist irgendwas Besonderes drin? Nicht wirklich. Dann können wir auch schon direkt den nächsten und letzten Kampf für diesen Spießumlauf starten. Ist auch sehr gut, dass das der letzte ist, weil ich glaube, da geht nur noch ein Tag, wenn überhaupt. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir natürlich gewinnen. Wenn wir es schaffen, wäre super, weil dann gibt es erstmal schmackotastische 200 Runen. Und gegen 200 Runen sagt man ja nichts, ne? Nimmt man immer gerne mit. Dann können wir jetzt mit dem Knochenräuber erstmal auf den Kollegen gehen, geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid und mit dem Skrill können wir auch nochmal die Zweierattacke raushauen. Damit machen wir schon mal richtig guten Schaden, haben ihn leider jetzt noch nicht ganz wegbekommen, ist aber nicht so schlimm, weil die Attacke von ihm jetzt auch nicht so enorm viel Schaden gemacht hat. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir den Kollegen hier wegholen. Und da können wir jetzt einmal mit unserem Knochenräuber nochmal normal reingehen. Geben dann hier, oder gehen mit dem Skill auch nochmal normal rein und können mit unserem Sturmschneid auf die Heilung gehen. Einfach um uns erstmal hier nochmal ein bisschen hochzuziehen wieder. Das ist immer gut. Dann gehen wir mit dem Knochenräuber hier nochmal normal rein. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon in der nächsten Welle. Hier gehen wir zuallererst auf den riesenhaften Albtraum, holen uns den einmal weg. Geben die Schwäche, greifen mit dem Knochenräuber normal an. Damit ist er auch schon wieder bis zur Hälfte runtergeboxt, was auf jeden Fall richtig gut ist. Und dann können wir jetzt mit unserem Skrill hier gleich nochmal normal rangehen. Und Sturmschneid... Wobei... ja, Skrill normal und dann Sturmschneid Heilung, damit wir wieder schön hochkommen. Sehr gut. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt mit dem Knochenräuber auf den Kollegen. Und dann machen wir hier auf jeden Fall auch schon wieder guten Schaden. Schauen wir mal, dass wir die auch gut wegkriegen. Aber an sich sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Gehen wir wieder einmal normal rein. Und dann können wir jetzt das Sturmschneid Schwäche geben. Können mit dem Knochenräuber nochmal normal reingehen und dann kriegen wir den auf jeden Fall auch gleich weg. Sollte nicht allzu lange dauern, sind wir auf jeden Fall gut dabei. So, jetzt das Grill hier normal, wunderbar. Dann Sturmschneid hier die Heilung und damit machen wir guten Schaden, haben den nächsten Kollegen weg und damit bleibt ja nur noch einer übrig. Und den holen wir uns jetzt als nächstes. Gehen wir mit dem Skrill normal rein, geben dann hier die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen jetzt mit dem Knochenräuber noch ein weiteres Mal an. Und dann können wir mit dem Skrill hier nochmal die Zweierattacke raushauen. Damit ist der Kollege weg und wir haben hier gewonnen. So, dann drehen wir hier erstmal wieder am ersten Glücksrad. Und hier bekommen wir erst nochmal 687 Millionen Holz. Wunderbar. Und dann drehen wir am nächsten. Hier gibt es kein Holz. Hier kriegen wir 550 Millionen Fisch. Das ist natürlich auch sehr, sehr lecker. Nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit. Kriegen dann damit jetzt nochmal 200 Runen hier, die wir auf jeden Fall auch noch mit einsammeln können. Wunderbar. Damit kommen die nochmal oben drauf. Dann ist hier ja sogar noch der Kollege, den können wir einmal noch ausbrüten. Und hier haben wir den weiteren Knochenräuber, der wird wieder platziert. Da kommen wir auch ganz gut voran, was das Aufsteigen angeht. Ich weiß nicht, haben wir die Aufgabe gerade? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben noch das verteidige Bergding, das können wir auf jeden Fall noch machen. Let's go, gehen wir hier einmal rein, gehen mit den wahnsinnigen Zipper bzw. halt Kotz und Wirk ran. Und dann schauen wir mal, dass wir hier auf jeden Fall gewinnen. Aber das sollte höchstwahrscheinlich kein Problem sein, weil wir können ja einfach wieder straight up gerade durchgehen wahrscheinlich. Einmal von hier oben ran. Dann hier Feuerbälle 3 Stück. Dann hier nochmal 3. Na gut, erstmal 2. Und jetzt den dritten. Ja, sehr schön. Alles erwischt. Das Schiff ist weg. Main-Schiff wird jetzt auch geholt.
Wunderbar, damit ist das auch weg und wir haben hier einfach wieder gewonnen, was schon mal wieder richtig nice ist. Kriegen damit 3 Schlüssel, können die jetzt hier mitnehmen und können damit jetzt nochmal 3 Truhen öffnen. So, nehmen wir es mit und wir haben 1, 2 und 3 und kriegen hier nochmal 40 Runen, 70 Zahnräder und ein bisschen Holz. Dann gehen wir einmal hier rein, können jetzt einmal das mitnehmen. Dann haben wir hier noch einmal eine wöchentliche Aufgabe, die wir mitnehmen können. Kriegen damit nochmal ein paar Runen auch obendrauf. Und dann können wir jetzt einmal... Haben wir eine Belohnung? Nein, haben wir nicht, ne? Nee, haben wir noch nicht. Aber morgen im Video schaffen wir es dann auf jeden Fall. Und da haben wir dann diese Season auch wieder durch, was auch sehr geil ist. Erit hat mal schon losgeschickt. Der tauscht ja schon 5 um insgesamt. Und dann würde ich auch sagen, wäre es das an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Richtig geil, dass wir es heute endlich über die 38.000 Runen geschafft haben. Und dann bis morgen und ciao, ciao, Leute.